Herzlich willkommen bei Einfach Schön und es geht ums Auto und um diese Rückfahrkamera. Wie man die installiert ohne Ahnung, erkläre ich hier in dem Video. Wenn ihr die Geschichte davor nicht hören wollt, einfach jetzt, was ich einblende, vorspulen. Ansonsten bleibt dran, dauert nicht lang und los geht's. Ja, ich brauche eine Rückfahrkamera, weil die Auftritte ja immer noch nicht so funktionieren, wie sie sollen, habe ich ja angefangen, Taschen zu machen. Jetzt will ich ab und zu mal auf Märkte fahren und dafür habe ich ein größeres Auto gebraucht mit viel Ladevolumen. Ja, das war nicht so einfach, sowas zu finden, weil es sollte ja auch nichts kosten. Dann haben wir immer wieder Budget aufgestockt, haben wir einen gefunden, einen Ford Transit Connect Maxi. Ja, der ist für uns groß genug, war in der Preislage okay und die Technik, die haben viel erneuert. Also ich hoffe, wir haben da kein Ei gekauft. Und jetzt muss der aber verschönert werden. Ich gucke immer hier so rüber, weil ich kann ihn nicht stehen sehen. Aber ihr seht ihn gleich auch noch, nämlich wenn ich diese Rückfahrkamera ohne Ahnung installiere. Ne? Da soll noch viel, der Innenraum soll mit Filz verschönert werden. Es bleibt zwar ein Lieferauto und kein Wohnmobil, aber es soll ja ordentlich sein. Von außen soll er noch ein bisschen netter. Also, und da nehme ich euch einfach mal mit. Ich hoffe, es interessiert euch, was man so machen kann, wenn man einfach keine Ahnung vom Auto hat. Ne? So, jetzt geht es aber erstmal hier um diese, ja, Bosscam, wie auch immer man es ausspricht. Und ich habe mich entschieden für eine Digital Wireless Backup-Kamera, also mit Wireless. So, ja, kam so an, sieht schon mal toll aus, weil hier brauche ich keine Verkabelung. Also das hat ganz viele Pluspunkte. Natürlich gibt es die auch für 20, 30 Euro. Ich habe jetzt hier mal die billigste Möglichkeit rausgesucht, die mir auch am perfektesten erscheint. 119 Euro habe ich bezahlt. Ich setze den Link unten rein, falls euch das auch interessiert. Wir packen mal aus, aber wie gesagt, gleich gehen wir ans Auto und dann seht ihr auch, wie die installiert wird. Also so ist alles drin. Gebrauchsanweisung auch in Deutsch. Dann ist noch so ein Rabattcode, falls man noch mal was kauft von der Firma drin. Was gibt es? 15% Rabattcode. Dann haben wir hier, weil das Besondere hier dran ist, ich muss nichts verkabeln. Ne? Und ich sehe meine Kamerahaut schon wieder ab. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist das Solarmodul und das ist die Kamera. Das kommt dann so ans Nummernschild und damit ist die Installation, ich muss wieder runtergehen, die Installation schon abgeschlossen am Nummernschild. Dann kommt der Monitor, der mit Funk verbunden ist. Hier ist die Antenne. Und der wird mit einem Kabel in den Zigarettenanzünder gesteckt. Das war's oder soll es gewesen sein? Ich weiß es ja noch nicht. Dann haben wir hier noch eine Funktaste für ein- und auszuschalten. Finde ich auch ganz praktisch. Aber wenn jetzt der Zigarettenanzünder ja, also so geschaltet ist, wenn man die Zündung anmacht, dass der dann noch erst mit angeht, soll die Kamera automatisch angehen. Und dann kann man ja zurückfahren und geht sie wieder aus. Oder man macht sie von Hand an und aus. Also das schien mir sehr einfach für jemand, der so keine Ahnung hat wie ich. Ne? Und die Installation ist relativ einfach, schreiben die. Also Nummernschild abschrauben, dann wird das hier die Klebefläche abgemacht, hier die Klebefläche ans Nummernschild, dann hinten die Klebefläche, Nummernschild wieder anschrauben und das war's. Dieses Teil, der Sonnenkollektor, soll man einmal richtig aufladen. Das habe ich schon getan. 4 Stunden hat es gedauert. Da war das Ding voll. Und ab jetzt soll es dann automatisch immer, wird immer tiefer, automatisch immer sich aufladen, was ja mega cool ist.
sollte das Ding jetzt mal in der Garage stehen für 2-3 Monate, einfach die Kamera ausschalten, damit die Bank nicht leer läuft. Das ist das Einzige, was man da wissen muss und sollte. Und jetzt geht's endlich ans Auto. Ich bin so gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege. Also bis gleich. So, wir legen los. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil wir viele Außengeräusche haben. So, wie gesagt, das kommt oben hin, das unten hin. So, eigentlich ganz einfach, aber ich kenne mich nicht aus. Da haben wir schon das erste Problem. Normalerweise werden die hier und da geschraubt. Und das ist ein altes Auto, da haben sie hier und da was hingemacht. Jetzt brauche ich anderes Werkzeug, das ich mir mal gerade holen. Und zurück mit einer Zange. Hier habe ich eben falsch gemacht. Ich habe gedacht, das Kabel müsste vielleicht hier so außen rum, aber ist ja Quatsch, ne? Weil dann sperrt das hier wieder. Also kann man das hier unten abmachen. Das habe ich gar nicht gefunden in der Gebrauchsanweisung. Vielleicht bin ich auch zu blöd und kann das dann hier wieder durchziehen. So, Klebeflächen entfernen, so denke ich mir das mal. Ne? Man sieht natürlich hier auch, da muss noch ganz viel gemacht werden an dem Fahrzeug. Aber jetzt machen wir hier erstmal die Kamera. Somit wäre die Montage ja schon fertig. Sieht ja richtig gut aus. Schade, dass die Kamera nicht so groß ist, dass der Trost mit weg ist. Aber sieht ordentlich aus. Ich denke, verlieren kann man das Ding auch nicht, weil die sind ja verbunden. Wenn das sich jetzt lösen würde. Und es ist ein Kabel. Also kann es dann nur hängen und dann fällt es einem ja auf. Ne? Wir werden es sehen, weil ich mache ja mehr jetzt über das Auto Videos und dann gucken wir mal, wie das sich so verhält. Und jetzt geht es vorne hin und dann soll das ja einfach schnell gehen. Ich bin gespannt. Ne? So, jetzt sind wir hier vorne. Ich habe so eine Kameraeinstellung, damit ihr das seht, was ich mache. Hier haben wir ja den Monitor. Der soll dann hier, ja, wohin weiß ich noch nicht. Das entscheide ich gleich. Ich denke, der soll weiter hoch. Und hier ist der Zigarettenanzünder. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier haben wir noch den Knopf für die Kamera an- und auszuschalten. Und jetzt brauchen wir als erstes, wenn ich rauskriege, das Ding, dass wir das montieren können. So, was noch dabei ist, was ich eben nicht gesagt habe, das Ladekabel per USB zu laden. Und natürlich das Kabel für den Zigarettenanzünder. Also das ist wirklich, ja, ich würde sagen, 3 Meter. Dann könnte man das natürlich wunderbar hier überall schön verlegen. Habe ich aber keinen Bock drauf. Ne? Ich lasse das einfach hier so hängen. Es gibt Schlimmeres, weil das ist ein Lieferauto. So, jetzt müssen wir das Ding hier anbringen, wo die Kamera dann eingesteckt wird. Ich habe mir gedacht, ich mache mir die hier hin. Dann sehe ich die Spiegel, die Seitenspiegel und die Rückfahrkamera. Normalerweise reichen ja Seitenspiegel bei so einem Auto. Aber ich habe da echt Schiss, weil ich auf Märkte rumfahre oder so, dass ich kein Kind mal hin am Auto haben, wenn das sich losreißt. Oder ein Tier, das muss ja nicht sein. Deswegen hätte ich gern eine Rückfahrkamera. So, hier an der Seite sind auch noch Einstellungsmöglichkeiten. Da ist ja so ein, ja, eine Richtung, wo man das einstellen kann, wie man dann einpackt. Brauche ich nicht. Mir geht es nur darum, läuft mir einer hin das Auto oder nicht. So.
So, das ist leider nicht erklärt, so genau wie das geht. Einfach dranhalten und schnapp machen. Aber das scheint vielleicht nur an Glas zu gehen. Dann probieren wir das mal an Glas. Ne? So, dann werde ich jetzt, sagen wir mal, hier. Ah. Ja, geht. Am Glas geht super. Hier geht's nicht. Da müssten wir was anderes machen. Aber hier seht ihr, fest, fest, fest. So, jetzt machen wir den Schutz weg. So. Und jetzt bin ich gespannt. Gespannt. Ich tue den mal. Oh, was auch noch cool ist hier. Hier ist sogar noch eine USB-Dose dabei. Da kann man bestimmt sein Handy oder auch gegebenenfalls das Ding laden. Ne? So, mein Auto hat jetzt in dem Fall leider eine dauerhafte Verbindung. Das ist natürlich blöd. Mal gucken, ob man das noch umbauen kann, weil ich hätte schon gern, dass das mit ausgeht, weil wenn man das vergisst, ist die Batterie leer. Also muss ich das immer rein und rausziehen. Das nervt ja. Ne? So, ich sehe hier nämlich das Rot. Und sie hat, ich glaube, die Kamera, die muss ich einschalten. Ja, ne? No Signal. Turn on the power switch on. Ah, also Kamera ist einschalten. Und sie geht, seht ihr schon? Sie geht wunderbar. Hat hier eine Batterieanzeige. Dann sehe ich auch, wie viel Saft die Kamera noch hat. Jetzt tue ich die noch richtig justieren, weil die steht im Moment nach oben. Das nützt mich jetzt wenig, wenn ein Kind da runterläuft. Und dann ist die Nummer fertig. Jetzt können wir noch den Knopf probieren. So, jetzt habe ich euch mal in der Hand sozusagen. Und zwar funktioniert der Knopf, der ist schon programmiert. Ich war mal wieder blöd. Ich denke mal, jeder Knopf kann ein- und ausschalten, womöglich noch dimmen. Nein, er schaltet die Kamera immer nur für eine Minute an, ne? Also ihr seht das jetzt hier, wenn ich jetzt hier, wo haben wir, so, da, so, drücke und dann geht die Kamera an. Ihr seht, sie funktioniert bestens, ohne, ja, also ich habe ja wirklich keine Ahnung, man hat es gesehen, also das Projekt ist schon mal abgeschlossen. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, ich will noch filzen, ich will Boden verlegen, ich will die schwarzen Teile rund am Auto, Stoßstange und diese Plastikteile noch mal ein bisschen netter herstellen. Das seht ihr jetzt alles in Zukunft. Wenn euch das interessiert, macht doch einfach ein kostenloses Abo, drückt auf die Glocke, da werdet ihr immer benachrichtigt. Wenn es euch nicht interessiert, tut's mir leid. Jetzt ist mal die Autophase. Ihr wisst einfach schön, kommt Kochen, Lifestyle, Technik, jetzt auch Auto. Ja, es kommen vielleicht auch nochmal bessere Zeiten für die Kochliebhaber, aber im Moment ist jetzt mal das Auto wichtig. Und sie läuft und läuft. Und ich weiß aber, seht hier oben, da ist die Batterieanzeige. Und wie gesagt, nach 40 Sekunden oder einer Minute geht sie aus, dann hat man ja auch, ne? Hoffentlich rückwärts eingeparkt. Ne? Ja, das war's von mir und ich hoffe, es war nicht zu wild, weil da muss ich mich auch erst dran gewöhnen mit draußen drin und tralala. Und ja, bis demnächst, euer Bernd Manfred Brück und tschüss.